Opium spielt keine Hauptrolle in dieser Ausstellung. Es wird ein bisschen was erzählt, wie sich das historisch entwickelt hat, dass die früher Opium produziert haben, dass jetzt andere Drogen zum Teil wichtiger sind, wie die Methamphetamine, wichtiger als Opium. Und ganz wichtig ist, und dann kommen wir zum Thema Mythos, es ist nicht so, dass diese Völker immer Opium geraucht hätten, so wie wir Alkohol konsumieren, sondern dass es eine traditionelle Droge ist, gebraucht bei psychischen Problemen, bei Durchfall, dass es natürlich schon immer Süchtige in den Dörfern gab, dass es aber nie gut geheißen wurde, sondern eher sozial geächtet wurde und eher als Cashcrop diente. Und man muss auch klar sagen, vor allem was Thailand und Laos betrifft, dass die Produktion sehr stark zurückgegangen ist. In Myanmar sieht es etwas anders aus. Da hatten wir die Hauptproduktion lag in den 80er Jahren, mehr als 2000 Tonnen im Jahr. Und die ist auch sehr stark zurückgegangen. Jetzt wieder etwas im Steigen begriffen, einfach deshalb, es gibt keine Alternative in manchen Gebieten. The groom must pay in antique coins a prior agreed amount to the bride's parents under the watchful eyes of the senior elders. Die Region verändert sich natürlich sehr stark. Sie wird immer mehr eingebunden in staatliche Maßnahmen. Es gibt immer mehr Schulen, vor allem in Nordthailand. Es gibt immer mehr Straßen. Die Menschen müssen zur Lohnarbeit in die Stadt, weil sie nicht mehr von dem leben können, was sie anbauen. Und dadurch sind natürlich sehr starke Veränderungen zu spüren. Und es wird in der Ausstellung auch dokumentiert. In diesem Falle sind es hauptsächlich staatliche Einflussnahme und es passiert nicht ganz freiwillig in sehr vielen Fällen.